Ja, zunächst einmal habe ich heute tolle junge Journalistinnen und Journalisten kennengelernt, die sich mit wirklich gesellschaftsrelevanten Themen auseinandersetzen, ob das die Situation der Pflegekinder ist oder das Thema Alkoholsucht oder die Frage, wie leben eigentlich transsexuelle Menschen. Das sind wichtige Fragen, die uns bewegen müssen, auch das Thema Einsamkeit im Alter. Und es sind Menschen, die gesagt haben, wir gehen mal jenseits des Mainstreams und der großen Schlagzeilen an diese Themen ran und geben denen Stimme und Gesicht und erzählen Geschichten dazu. Und das ist etwas sehr, sehr Wertvolles und es ist wirklich gut, wenn so guter Journalismus auch ausgezeichnet wird und damit dann gesellschaftlich so wichtige Themen auch mal ins Scheinwerferlicht gerückt werden. Wir haben ja vielfach die großen Themen, die reißerischen Themen, die vielleicht nicht immer mit der Sozialberichterstattung einhergehen. Und manchmal hat man das Gefühl, dass diese Themen, die heute hier geehrt worden sind, nicht die Hauptrolle spielen in der Medienwahrnehmung. Und deswegen ist es so wichtig, dass eben diese Themen auch Raum bekommen und dass wir auch die guten Geschichten erzählen. Die, wo Menschen sich für andere einsetzen und stark machen und wo wir einfach immer wieder erleben, dass die einzelne Geschichte dann auch Zuversicht geben kann für andere, die sagen, ich mache das auch, ich mache das nach. Und das kleine Engagement, jeder Einzelne, der sich engagiert, kann einen Unterschied machen. Und wir haben über 30 Millionen Menschen in Deutschland, die sich ehrenamtlich engagieren. Das ist ganz, ganz toll. Und dieser Abend ist auch einfach ein Stück weit der Abend, um Danke zu sagen an die, die sich engagieren. Denn wenn es die nicht gäbe, könnte es keine gute Sozialberichterstattung geben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch denen, die für andere was tun, den Rücken stärken und dass wir auch ganz klar sagen, Ehrenamt braucht Hauptamt und wir stärken auch die Wohlfahrtsverbände, die werden gefördert, auch von uns vom Familienministerium, damit sie ihre Arbeit gut machen können und damit das, was wir heute hier in der Berichterstattung gesehen haben, auch weitergehen kann.